Lässig und mit einem breiten Grinsen betritt Wolfgang P. den Gerichtssaal. Kurz darauf wird der 50-Jährige, der sich selbst der freie Mann Wolfgang nennt, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wolfgang P. sei des Mordes, des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Die Kammer sah gleich zwei Mordmerkmale als gegeben an. Zum einen dasjenige der Heimtücke, aber auch das der niedrigen Beweggründe. Bei einer Waffenrazzia in seinem Haus im Oktober vergangenen Jahres rastet Wolfgang P. komplett aus, schießt um sich, tötet dabei den Polizisten Daniel E. und verletzt zwei weitere Beamte. Die Verteidigung bestreitet eine Tötungsabsicht. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders, spricht von einem gezielten Angriff. Ein Video zeigt den sogenannten Reichsbürger bei einer Kontrolle einige Wochen vor der Razzia. Wir reden jetzt allererstes mal darüber, dass Sie hier fremdes Staatsterritorium betreten und wir reden darüber. Fremdes Staatsterritorium. Eine typische Aussage für Reichsbürger. Denn sie erkennen die Bundesrepublik als Staat nicht an und erklären oft ihre Grundstücke zu einem Teil des Deutschen Kaiserreichs. Der Verfassungsschutz geht von rund 15.000 Anhängern der Szene aus. Etwa 1.000 verfügen über eine Waffenbesitzkarte. Allein in diesem Jahr gab es in Deutschland mindestens 4 Großeinsätze der Polizei gegen Reichsbürger. Und dabei wird es nicht bleiben, erklärt der bayerische Innenminister. Es muss jetzt jedem deutlich werden, wir werden da keinerlei Toleranz gegenüber gewalttätigen Reichsbürgern üben. Sie werden entwaffnet. Die Verteidigung von Wolfgang P. hat angekündigt, in Revision zu gehen. Doch das Urteil gilt bereits jetzt als richtungsweisend für den Umgang der Justiz mit sogenannten Reichsbürgern.